Hallo, heute zeige ich mal einen Kasseler Nackenbraten aus dem Römertopf. Der hier war ein Tagessonderangebot an der Fleischtheke bei Rewe. Kilopreis 3,70 €. Ich dachte, den nimmst du mal mit und machst Ausschnitt draus. Zutaten werden nicht viele benötigt. 10 Nelken und 2 Esslöffel Honig. Da ich keine Soße benötige, reichen die Zutaten aus. Wir bereiten den Braten ja im Römertopf zu. Das heißt, der Römertopf muss wie immer ca. 30 Minuten gewässert werden. Topf und Deckel. Das Kasslerstück kann auch sofort in den Römertopf. Jetzt würzen wir das Fleisch mit den Nelken. Ich mache das hier mal mit 3 Nelken. So ungefähr sollte es dann mit allen Nelken aussehen. Jetzt kommt noch der Deckel drauf und der Römertopf geht bei 200 Grad für 90 bis 120 Minuten in den wie immer kalten Backofen. So, 95 Minuten sind um und so sieht der Braten jetzt aus. Als nächsten Schritt entfernt man alle Nelken. Zum Schluss geben wir jetzt noch die 2 Esslöffel Honig an das Fleisch. So in etwa sollte das dann aussehen. Der Kasslerbraten kommt jetzt ohne Deckel nochmal kurz in den Ofen. So 10, 15 Minuten. Aber man sollte jetzt in der Nähe bleiben. Immer mal nachsehen, dass nichts anbrennt. So, der Kasseler Nackenbraten ist fertig. Natürlich könnte man ihn jetzt sofort mit Kroketten oder Kartoffelbrei und Sauerkraut als Hauptmahlzeit servieren. Ich möchte den Braten aber lieber als Aufschnitt und packe ihn erstmal in Alufolie und lasse ihn kalt werden. So habe ich mir das gedacht. So eine kleine Maschine ist kein Muss, aber die Scheiben werden doch schöner und vor allem gleichmäßiger als mit einem Messer. Man kann jetzt natürlich mit Pfeffer aus der Mühle und Senf das Ganze ein bisschen würzen oder was auch schmeckt, ein Spiegelei drauf. Oder man schneidet etwas dickere Scheiben und dann in ein Brötchen mit Sauerkraut. Da fällt einem schon was ein.
Auf jeden Fall ist 1 Kilo Aufschnitt für 3,70 Euro sehr preiswert, finde ich. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein. Als nächstes dachte ich, mache ich vielleicht mal irgendwie Kaninchen oder Rinderrouladen. Mal sehen. Tschüss.